lege aber mein Lieber nur ein bisschen nach. Damit er da wieder ein bisschen eine bessere Boardpräsenz kriegt, weil sonst killt er mir den gleich wieder. Ohne irgendwas. Bis jetzt stehe ich gerade ziemlich mies. 2-2. Der macht es nicht wirklich gerade besser, die Situation für mich, dass sie scheint. Daneben. Nochmal daneben. Na dann. Dann musst du machen. Na, die passende Removal hat er leider auf der Hand. Das wird jetzt ein bisschen problematisch, weil ich habe nur 3 Schaden mit Wrath hier. Ja. Das ist teuer, aber je länger ich ihn am Leben lasse, desto mehr Schaden macht er mal. Ich habe relativ wenig Card Draw, deswegen ist das Nourish relativ wichtig. Ich habe relativ wenig Towns und relativ wenig, also ich habe kein Mass Removal, das ist das Problem. Und das war's. Also es war ein 2-3, würde ich sagen. Das war ein sehr guter Auftakt für meinen ersten Livestream. Skrill for Skill hat gewonnen. Da gehen wir gleich auf. Aber dann starten wir wenigstens nur eine. 2-3. Das war das zweitschlechteste seit es auf 12 geht. Das reduziert meinen Win-Durchschnitt ganz schön. Ja, 45, das ist okay. Hatte ich Wrath und ging mit... Huh, ja. Man merkt, dass ich schon etwas abgelenkt bin. Schauen wir mal. Beim zweiten Mal wird es bestimmt besser. Also man merkt schon, dass ich etwas abgelenkt bin vom Chatten. So, machen wir nur eine Runde. So, Paladin, Priest oder Warlock? Genau, Wrath bei einem Schaden ist natürlich klasse mit Shapeshift. Das habe ich schon mehrmals gesagt, aber in dem Fall war es definitiv nicht besser. Das war einfach nur schlecht.
Also bitte kurz voten. Ich habe keinen Friend Request. Priest. Ja, soweit schaut's aus wie der Priest. Aber wir haben erst 40 Votes. Möchte noch wer voten? 94 Leute sind da. Ihr wollt doch nur den King Mugler sehen vom Gegner. Okay, da kommen keine neuen Votes mehr rein, dann nehmen wir einfach den Priest. Ob Aggro oder Control. Oh. Wir fangen gleich mit einer Legendary an. Und zwar eine, die wir eigentlich nicht unbedingt brauchen. Aber da werde ich den Tinkmaster nehmen. Auch wenn er noch Stormwar Late Game Karten ist, aber der Tinkmaster ist einfach am solidesten und werde ich sicher am öftesten benutzen können. Tja. Starten wir gleich mal mit einem Legendary. Northshire Cleric nehme ich lieber wie Holy Smite oder Inner Fire. Mind Control, Scarlet Crusader oder Dark Iron Dwarf. Soll ich schon wieder Mind Control starten? Das ist jetzt gerade. Ich möchte nicht so viele Mind Controls haben, aber Mind Control ist schon sehr stark. Ich werde jetzt mal Mind Control vorpicken. Haben wir mal eine Sache fürs Late Game. Dann nehmen wir einen Shattered Sun Cleric. Da ist die Holy Nova. Ein Shattered Sun Cleric nochmal. Questing Emperor oder Holy Fire. Da werde ich nochmal Holy Fire nehmen. Einen Northshire Cleric. Tauren Warrior heute nicht sonderlich viel davon. Ein Spiteful Smith nehme ich hier. Die Stats sind sehr gut und man könnte ihn auch recht gut hochheilen mit dem Priester. Twilight Drakes, dann Bidding Kodo oder Pint-Sized. Da werde ich einen Twilight Drake nehmen. Einen Spellbreaker. Impmaster Holy Fire. Oder einen Questing Adventurer. Das Holy Fire ist wirklich, wirklich sehr gut. Und ich werde das jetzt auch nehmen, auch wenn ich lowere Minions brauche. Holy Nova. Also es sind Picks, die ich eigentlich fast nicht hergeben kann. Und ich nehme jetzt auch einen Lepernom, weil ich lieber 1er Drops nur nehme, als wie keine 2er Drops zu haben. Der Raid Leader ist nicht so stark. Die Abomination oder Demolisher. Ich werde die Abomination nehmen. Wenn man das jetzt weiter so dahin geht, dass ich so wenig 2er Drops kriege, dann brauche ich auf jeden Fall was, was den Gegner stoppt. Und da ist die Abomination sehr gut. Da werde ich Shadow of Death nehmen. Extra Removal. Das Power Word Shield. Oder ein Murloc Tidehunter. Das Power Word Shield ist relativ gut mit den Northshire Clerics. Den Jungle Panther werde ich nicht nehmen, weil ich 2er Drops brauche.
Ich werde einen Murloc Tidehunter nehmen. Ich habe zwar Shattered Sun Clerics, die ich nachlegen kann, aber dann macht Murloc Tidehunter nochmal ein bisschen interessanter. Da nehmen wir den Argent Commander. Einen Blood Knight. Das ist relativ klar. Nur Holy Nova. Also was ich zuerst an Flächenschaden so wenig gehabt habe, habe ich jetzt mehr. Stormwind Champion ist deutlich besser wie die anderen Karten da. Obwohl ich natürlich keine Minions habe für einen Stormwind Champion, bringt es mir nicht viel. Ich werde den Thrall Malphasia nehmen. Da muss ich leider den Frostwolf Grunt nehmen. Ich brauche unbedingt zwei Drops. Da werde ich den Mogushan Warden nehmen. Ich habe leider wirklich ein großes Problem mit den nicht vorhandenen Zweierdrops. Ich muss da alles nehmen, was ich kriegen kann. Holy Smite, um mal den Anfang zu überstehen. Habe ich viele Sachen, die ich zurück auf die Hand heben möchte? Shattered Sun Clerics. Ich werde den Yawful Brewmaster nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Plus die drei. Ich glaube, ab jetzt ist es in Ordnung. Nehmen wir nur einen Dark Iron Dwarf. Nur einen Northshire Cleric. Spellbreaker. Ich glaube, ich werde einen Northshire Cleric nehmen, weil ich ziemlich viel Holy Novas habe. Kann sein, dass ich dadurch mal recht oft ziemlich mächtige Card Draws habe. Nur ein weiteres Holy Fire. Das Problem ist, ich habe jetzt eigentlich gar nicht so das super Late Game, dass es so wirklich lohnt, da durchzukommen. Ein Crazed Alchemist. Nehmen wir Holy Fire. Also die Holy Fires und die Holy Noben sind super. Northshire Clerics sind okay. Ich hoffe, ich komme mit denen durchs Early Game und kann auch einfach die Kontrolle halten. Mit drei Holy Novas und drei Holy Fires sollte die eigentlich halten können. Flächenschaden habe ich diesmal zigmal mehr wie mein Druiden. Allerdings ist die Qualität der Karten jetzt nicht unbedingt, also von meinen Minions, ziemlich mies. Der Argent Commander ist klasse. Der Twilight Drake ist gut, der Spellbreaker ist gut, der Dark Iron Dwarf ist gut. Die zwei Shattered Sun Clerics sind gut. Und der Rest ist alles ziemlich mittelprächtig. Schauen wir mal. Da haben wir wieder einen Poll für euch. Mit dem Pick war jetzt relativ unzufrieden, aber
Schauen wir mal, was wir haben. Auf jeden Fall, der Tinkmaster wird wahrscheinlich viel zum Einsatz kommen. Eins und Zweier Drops bitte. Ich habe ja ein paar, das sollte schon ausgehen. Ja, dann nicht. Okay, zumindest einen Frostwolf Grant nachgezogen. Archer Squire war eigentlich gar nicht so blöd gewesen. Was habe ich stattdessen genommen? Ich glaube einen Dark Iron Dwarf. Tja, hätte es jetzt so rumgespielt. Das hätte Blood Knight ganz schön aufgewertet. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Haben wir zumindest schon mal einen 3-3er Taunt. Räumen wir mal ab. Oh, es ist Snapchat, okay. Also ich hab da, also wenn ich jetzt nur ein Northshire Cleric zieh, dann wäre es recht cool. Da könnte ich gerade drei Karten ziehen mit Holy Nova. Kann gut sein, dass er einen Houndmaster in der Hand hat, den er gern spielen wird mit irgendeinem Beast. Jetzt ein Northshire Cleric, bitte. Ich glaube, er hat einen Kill Command in der Hand. Den räumen wir einfach ab. Ich hätte zwar jetzt besser, ne, hätte eigentlich auf jeden Fall besser tauschen können. Also bin da definitiv ein bisschen verwirrt heute. Aber so ist er wenigstens wieder auf 5 Hitpoints. Er hat einen Kill Commander in der Hand, meiner Meinung nach. Also ein Heal plus Tausch wäre eigentlich besser gewesen. Das war nicht wirklich gut von mir. Da ist das Kill Command, okay. Ja.
Hätte ihn killen können? Na, 8 schon. Hätte gehabt noch mehr. Das wäre sie nicht ausgegangen. Okay, das war's. 7, 12. Fangen wir mal mit 1:0 an. Ich habe bisher auch nur YouTube-Videos gemacht. Also es ist das erste Mal, dass ich stream. Deswegen muss ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen, dass da jetzt Leute dabei sind. Der Druid-Run endete fatal. Der zweitschlechteste Run in den letzten 20 Runs. Blood Knight behalte mal, River Crocolisk ist auch okay. Schaut nicht schlecht aus. Dann lege ich gleich mal vor. Und immer schön nicht vergessen auf Followen klicken. Wer es noch nicht gemacht hat. Räume ich gleich ab, bevor er ihn bufft. Da überlebe ich auch nichts. Räume wieder aus dem Weg. Was machen wir mit dem Oise Snapchat? Ich würde mal sagen, der Wein und Nixig, weil ich sonst die Runde gar nichts mache, außer dass ich eben angreife und heil. Deswegen spiele ich lieber jetzt mal den aus. Schauen wir mal, ob er einen Fork Lightning hat oder sonst irgendein Mass Removal, das trifft jetzt recht gut. Den kann er zwar jetzt recht gut abgrasen, aber das Board ist auf jeden Fall besser so wie anders. Jetzt schaut es aber wieder ein bisschen besser aus. Schauen wir mal, wie viel Fire Elemental er noch hat. Ich habe auf jeden Fall noch jede Menge Holy Fires.
Da wird jetzt Nixig rausschmeißen, wenn der Frostwolf Grunt den 4-2er killen kann, dann ist das gut genug. Meine Shadow bei Death, die 5 Schaden kann ich vielleicht nur anders gebrauchen. Mind Control habe ich sonst eher nur gegen was wirklich Fettes. Ja, das Problem ist ja, dass ich im Late Game nicht wirklich gute Minions habe. Aue. Das schaut nicht gut aus. Also ein Spell Damage wäre jetzt super, aber ich glaube, ich habe nicht einen Spell Damage im Game. Also in dem Deck. Oder war da vielleicht sogar Geomancer drinnen? Auf jeden Fall habe ich nicht. Ich fürchte, den muss ich aus dem Weg räumen. Den jetzt zu spüren, damit er dann gegen ein Totem stirbt, ist auch nicht klasse. Schaut sehr schlecht aus. Das wird nicht besser. Bringt mal ein 3-4er Taunt was, nicht wirklich. Die Holy Nova killt genau nur das Totem. Wenn ich das Flame Tank Totem kill, verhindere ich 2, 4, 5 Schaden. Bringt mir wahrscheinlich mehr wie alles andere hier. Das schaut schlecht aus. Es wird immer schlimmer. Aber zumindest habe ich etwas zum Mind Controllen. Also mit den Minions wird es einfach ziemlich mies. So, das war's. Wenn das Board mal voll ist, dann wird's trotzdem nicht besser. Ich meine, ich hätte natürlich 2 Holy Novas haben können. Ich meine, die Chancen stehen eigentlich, da ich 3 habe. Aber die habe ich halt nicht gezogen. Aber Nation wäre auch ziemlich stark gewesen. Und habe ich auch nicht gezogen. Tja. Also, das Problem ist an dem Deck vor allem, ich habe zwar gutes Removal, aber das Early hat super schlechte Karten und das Late
also super schlechte Minions und das Late hat nicht wirklich gute Minions. Das heißt, ja, die Frage ist, wie weit ich komme. Also ich glaube, es wären 4 oder 5 Wins. So, Northshire Cleric. Ja, zieht entweder ein Removal oder es blockiert immer ein bisschen was zum Ausspülen. Nächste Runde kommt er eh wieder zurück auf meine Hand. Ich glaube, der schleicht sich wieder. Ich komme wieder, keine Frage. So. Gegen den stehe ich allerdings ein bisschen an. Da werde ich jetzt auch gar nichts machen. Wenn ich jetzt den angreife, dann brauche ich zwar einen 2-2-1 Tausch. Kann sein, dass ich es vielleicht irgendwie besser hinkriege. Und mit der Holy Nova wird es jetzt wahrscheinlich besser. Tausche lieber den. 3-3er ist in meinem Deck richtig gut. Von daher behalte mal lieber den als was anderes. Außerdem habe ich noch jede Menge neues Engineers. Den kann ich wenigstens relativ gut killen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Hat er Soulfire? Ja, es wird wahrscheinlich ein Soulfire sein. Den räumen wir aus dem Weg. Ich habe ja noch jede Menge von den Holyfires. Ah, Corruption ist das, okay. Silence, komm. Na, schade. So.
So. Jetzt nur mal ein Live-Tab, dann schaut es schon relativ gut aus. Ich glaube, es steht 1-1. Jetzt wäre Dark Iron Dwarf recht cool gewesen. An dem stehe ich jetzt ganz schön an. Dann nehmen wir mal die Schütte runter. Gut, dass ich ohnehin Holy Nova spielen wollte. Also jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt, aber. Das Holy Fire, das bringt er schon ziemlich low. Also mit der Holy Nova geht er schon relativ niedrig. Ich werde da jetzt mal heilen. Den entfernen. Mich nochmal heilen. Und ihm 2 Schaden machen. Schauen wir mal, ob der jetzt die Runde überlebt, weil wenn ich ihm nochmal 4 Schaden machen kann, dann kann ich mit Holy Fire killen. Ja, das ist eine Soulfire. Das Problem ist, mein Deck kann mich da ziemlich im Stich lassen, weil ich, wie gesagt, nicht wirklich gute Minions habe. Er hat nur 10 Mana und macht nichts. Das ist wahrscheinlich alles Removal in seiner Hand. Das Holy Fire auf den möchte ich jetzt eigentlich nicht wirklich ausgeben. Die brauchen nämlich nur mal 4 Schaden auf ihn machen. Und ich befürchte, dass das alles Removal ist. Also es hätte wahrscheinlich schon was, was gespielt mit 10 Mana. Komm schon, nimm nur zweimal Lifetap. Zweimal Lifetap, das wäre wunderschön. Das hilft mir nichts, wenn du Lifetaps und danach ein Train leist. Na, der Tinkmaster hilft mir jetzt auch nicht wirklich viel. Holy Nova, bitte. Zumindest mal etwas. G.
gegen das er tauschen muss. Ich hoffe immer noch auf meine Holy Nova. Ich befürchte, ich muss den jetzt versuchen zu vergrößern. Damn, daneben. Holy Nova, bitte! Holy Nova! Das hilft mir nix. Ich muss es auf jeden Fall einsetzen, also ich muss den Dark Iron Dwarf spielen. Ich habe nicht mehr recht viel Zeit und wenn er tauschen möchte, dann muss er zumindest 4 Schaden aufkratzen oder zumindest die Karten von ihm spielen. Er braucht nur einmal Life Tappen. Einmal Life Tappen wäre so schön. Was würde auf mich zielen? Demonfire. Holy Nova! Ja gut, ich muss jetzt glaube ich loslegen. Er hat schon 2 Powerwhelming gespielt. Das ist kann man nicht. Kann sein, dass er ziemlich viel davon hat. Ich möchte nicht, dass er mir jetzt in einem Schlag nuket. Ja, die Corruption stört mich nicht. Also, wenn der jetzt die Runde überlebt, dann bin ich auch zufrieden. Meine erste. Ja. Holy Nova. Cleric. Wir werfen einfach nur alles in den Weg, was irgendwie. Ey, da geht ja. Er hat ja nur mal eine Karte im Deck. Vielleicht wird das doch noch was. Er hat 7 Schaden. Also er hat eindeutig genauso mächtige Minions wie ich. Na, Trade Infernal.
Okay, das Dread Infernal könnte jetzt relativ gut sein. Ich muss jetzt nur zwei Runden überleben. Den Shadow God Death habe ich noch für den Dread Infernal. Jetzt hätte ihn wahrscheinlich eh nur besiegt, dadurch, dass er sie ausgedrawt hätte. Erleichterung. 2-1. Wahrscheinlich habe ich die ganze Hand voller Infernals gehabt. Naja, lucky war es jetzt auch wieder nicht. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt lucky nennen. Ich habe da einige Karten gehabt, die das Spiel gewinnen hätten können. Ich glaube, ich habe nur eine weitere... Also ich habe, glaube ich, zwei Holy Noven und eine weitere Holy Fire gehabt, das Holy Smite. Und selbst wenn ich das nicht gezogen hätte, war er wahrscheinlich daran gestorben, dass er keine Karten mehr ziehen hat können. Aber ich war froh, dass er nichts gehabt hat, mit dem er mich killen kann. So, Holy Smite, Murloc, Tidehunter, behalten wir den Rest nicht. Das war doch wohl eine langweilige Runde fürs Publikum, denke ich mal. Das stimmt, ja. Der Gegner hatte natürlich nichts. Aber gut. Gut, der macht seinen Job gut genug, dadurch, dass er den killt. So. Also so rum. Jetzt kann er wenigstens einen stärkeren nicht mit dem Shapeshift killen. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher wegen einem Jungle Panther. Die Sache ist, der Jungle Panther ist zwar relativ gut gegen späteren Drops, also später im Spiel ist er relativ gut, aber am Anfang tauscht er unglaublich schlecht. Ja. Schauen wir, was wir hier haben. Wo möchte das Holy Smite einsetzen? Ich befürchte, ich verliere jetzt die Hälften meiner Minions. Ich werde ihn direkt angreifen. Ich kann da nicht wirklich gut tauschen gegen den. Nachdem ich ja ohnehin nicht wirklich klasse Minions habe, werde ich schauen, dass ich so viel Druck wie möglich auf ihn machen kann und vielleicht dann nuken kann mit meinen drei Holy Fire. Räumen wir mal ab. Also mit diesen Minions macht das Deck echt nicht wirklich viel Spaß.
Gut, dass ich Silence habe. Könnt allerdings auch Tink mastern. Ist, glaube ich, fast gescheiter. Weil 50-50 Chance, dass er sogar sehr gut mit ihm zurechtkommt. Passt doch. Nächster Zug. Was mache ich jetzt mit dem? Ich schaff's ja nicht einmal mit meinen Vierer-Drops. Okay, doch, schaffe ich doch. Mit meinen Vierer-Drops was gegen einen Raging Worgen zu haben. Okay, ich glaube, ich werde das jetzt versuchen durchzudrücken. Der Raging Worgen schafft es zwar jetzt dadurch diesen durch den Mogushan Worden. Aber ich brauche nicht allzu viel Schaden auf ihn machen. Ich habe Holy Fire und Holy Nova, das sind 7 Schaden. Und wenn sich der Raging Worgen da jetzt enraged, dann kann ich mit der Holy Nova clearen. Okay. Jetzt kann er mich leider sehr gut abräumen. Fand ich jetzt ein bisschen unnötig. Das Problem ist, was machen wir jetzt? Wenn jetzt zu offensichtlich reinjuckt, dann macht er Shapeshift und dann habe ich es verloren. Machen wir uns mal subtil mit einer Holy Nova zum Anfangen. Ich befürchte, ich kriege keine Minions mehr an Bord, die einem da jetzt irgendwie was zerlegen. Ah, jetzt hat er schon so viele Hitpoints, die kriege ich nie wieder weg. Nur Holy Nova, bitte. Abomination. Die ist jetzt voll in Ordnung. Schauen wir mal, wie er da jetzt dagegen ankommt, weil ich glaube, es schaut jetzt eigentlich gerade gar nicht so schlecht aus.
Da würde er nämlich jetzt auf 9 runtergehen und dann habe ich ihn in 2 Runden erwischt. Außer er kriegt nur irgendwie Hitpoints dazu. Jetzt aber. Jetzt aber. Also das Deck ist ein Horror. Also wenn er jetzt da, wie heißt das, 8 Hitpoints heilen spielt. Feel the burn. Burn. Was von da möchte ich eigentlich im Late Game ziehen? Nix wirklich. Also im Late Game als Spiteful Smith ist in Ordnung. Mind Control, um was vom Gegner zu kriegen. Ich hätte vielleicht da das, wie heißt's? Nicht Mind Vision, das was, das was 2 Karten aus dem gegnerischen Deck zieht, hätte ich nehmen sollen. Zumindest irgendwas hinzukriegen. Ja, wenn ihr dann mal Shadow World Pains. Also das wird die letzte Runde für heute sein. Ich werde euch dann nur das Ergebnis zeigen. Aber ich glaube, es wird kein gutes. So. Und ich hoffe, ihr schaut es trotzdem das nächste Mal, wenn ich stream. Andrea droppe ich heute immer. Vor allem auf Asia kann zumindest mehrere von den Kleinen aus dem Weg räumen. Dark Iron Dwarf kann er vielleicht sogar richtig Schaden machen. Ich glaube, ich muss mir jetzt sowieso auf die Nuke-Taktik umstellen. Oh boy. Vielleicht warte ich gleich auf die Holy Nova. Ich muss nur wirklich jeden meiner Minions aufsparen. Ich probiere es jetzt gleich so, dass ich auf die Holy Nova warte. Den Mogushan Warden stelle ich dazwischen. Der wird jetzt wahrscheinlich vom Flash Eating Ghoul an Schaden. Also wird der Flash Eating Ghoul wahrscheinlich jetzt an Schaden kriegen. So. Der muss ja jede Menge Removal in der Hand haben oder ziemlich viel Late Game. Oh, für das Late Game habe ich ein Mind Control. Nein!
Ich muss wirklich gut meine Minions beschützen. Ich hab nicht wirklich brauchbare. Den werde ich Holly feiern. Und eine Karte ziehen. Slow and steady, slow and steady. Der spielt viel zu große Minions für mich. Na gut. Er hat einen richtigen gebufft, das ist schon mal gut. Weiter geht's. Ich glaube, da möchte jetzt drei Karten ziehen. Eins, zwei, drei. Also, auch wenn die Holy Nova jetzt nichts vom Gegner trifft, es bringt mir jetzt einfach drei Karten. Das ist auf jeden Fall super. Und das macht den Twilight Drake jetzt auch noch recht gut. Ich hoffe, er hat jetzt kein weiteres Equality und Consecration. Und vielleicht ein Tyrion Fordring. Den würde ich jetzt sehr gern mind controllen. Aber ich glaube, den werde ich nur nicht mind controllen. Ziehen wir weiter Karten. River Crocolisk. Zumindest hat er einmal seine Equality Consecration schon gemacht. Ich hoffe, er hat es nicht allzu oft. Okay, er zieht nochmal jede Menge Karten, aber ich glaube, das war es jetzt eh schon. 5, 10, 16 Schaden mit Holy Fire Sons. 21. Okay. Ja. Ich werde das Video dann morgen posten. Und ich werde wahrscheinlich die Arena einfach mal fertig machen. Ich werde es nur aufnehmen und einfach dann nun auch reinspülen. Nein, leider. Das war's für heute. Aber ich habe auf jeden Fall vor, nur mal zu streamen. Und ich hoffe, ihr schaut es gerne nur mal zu, auch wenn es die erste Arena fatal war und diese Picks auch traurig waren. Aber wie gesagt, ich lebe hier nicht allein in der Wohnung, deshalb werde jetzt mal diese Stille in dieser Wohnung aufheben. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, es geht nächsten Donnerstag wieder weiter.
Also ich werde wahrscheinlich in Hearthstone nur ein bisschen online sein, allerdings einfach nur jetzt nicht mehr weiter Video übertragen. Ihr könnt ja gerne nur in Hearthstone mit mir schreiben und so jetzt. Also dann, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, schaut es gerne wieder zu. Ich werde jetzt mal auf Wiedersehen sein. Ciao. So, jetzt geht's gleich noch weiter mit dem versprochenen, mit der versprochenen Fortsetzung vom Livestream mit dem Horror-Deck. Unglaublich miese Minions. Drei Holy Novas ist toll, drei Holy Fire sind toll. Und die Sache ist, man hat im Late Game super Removal, aber man hat keine Minions fürs Late Game. Also, sehr schlechtes Deck, soweit stehen wir 4-1, weiter geht's. Master Overspike, okay. Schauen wir mal. Ein Thinkmaster Overspike brauche ich wirklich in dem Deck, weil er 2-2er Minion ist und ich brauche jeden Minion, den ich kriegen kann. So. Ab geht die Luzi. Super aggro. Der Lepanom hätte ein bisschen früher da sein sollen. Den räume ich mal aus dem Weg. Und zwar mit dem habe ich wenigstens noch 2-1er übrig. Mal schauen, vielleicht kann ja mit dem Mogushan Warden noch ein paar Karten ziehen. Das wäre sehr von Vorteil. Wenn man da jetzt das Bohr gewesen. Ja, was anderes zahlt sich da nicht aus. Also meine Minions darf ich nicht fahrlässig opfern. Oh boy. Na gut. Dann war's das mit meinen Karten. Schauen wir mal, ob das eine Explosive Trap ist. Nein. Es ist ja kein Freezing Grab, wahrscheinlich. Es ist ja kein Misdirection, wird es eine Snake Grab sein.
Nein, es ist ein Snipe. Na gut. Das ging daneben. Das war schlecht gespielt. Nein, that didn't quite hit the mark. Ja, den Snipe habe ich vergessen. Snake Trap, Freezing Trap. Aber Snipe sieht man so selten, weil ich jetzt gerade immer gegen Hunter gespielt habe. Im Ranked, und im Ranked sieht man halt kein Snipe. Aber dafür die anderen fallen. So. Dann legen wir mal aus. Auch das war jetzt dann wirklich gut gespielt. Das Problem ist, dass ich halt nichts gehabt, was ich heilen kann. Und dann nicht wirklich annähernd irgendwie in die Nähe davon komme. Also das war nicht gut gespielt. Ich hätte nur den Frostwolf Grunt plus den Lepanom spielen sollen. Brauche Gegner quasi nur 15 bringen, weil dann habe ich ja nur 3 Holy Fire. Schauen wir mal, was das diesmal für ein Fall ist. Diesmal ist die Freezing Trap. Das Holy Fire brauche ich noch nicht. Jetzt muss ich mich aber gescheit konzentrieren, schon so viele Fehler gemacht. So, das Holy Fire spielen, da war mal lieber noch nicht, wer weiß, was noch kommt. Hey, you should have got death. Dark Iron Dwarf. Ich muss den leider killen, weil der wird mir sonst zu fett. Ah, da hat er noch einen Damage Shot. Okay. Dann lassen wir den halt auch noch ausschalten. No.
Nur Deadly Shot. Na gut. Es wird nicht besser. Okay. Also das Spiel, da habe ich jetzt so viel Blödsinn gemacht, dass... Das war nicht gut. Also diese Abomination zu spielen war ein absoluter Blödsinn und auch die Northshire Clerics auszulegen war kompletter Mist. Das bitte nicht machen, nachmachen. Den Mogoschan warten wir heute mal. Die Holy Nova tausche ich mal weg, auch wenn es gegen einen Paladin relativ gut ist. Ich habe 3 drinnen, die ziehe ich wieder und vielleicht ziehe ich einen 2er oder 3er Drop stattdessen, aber vielleicht dann nicht. Ah, der Murloc Tidehunter, mein guter Gefährte. Eigentlich habe ich diesmal sogar halbwegs gute Minions in der Hand, deswegen werde ich jetzt mal nichts weitermachen. Leider ziehe ich da nicht wirklich 2er und 3er Drops da. Und ich befürchte, der Paladin wird in der Mana-Höhe einfach bessere Sachen haben wie. Schauen wir mal. Der ist soweit einmal ganz okay. Minion von Brewmaster kann ich vielleicht sogar nochmal heilen, gegebenenfalls. Eigentlich kann ich selbst eh genug heilen mit Priest, aber. Mal schauen. Ja, vielleicht kann ich ihn einfach nicht heilen, weil er einfach stirbt. Da hat jetzt ein paar Möglichkeiten. Zum einen könnte ich den buffen, um das Schild runterzunehmen, aber nur wegen dem Schild ist es ein bisschen schwach. Kann nachher meinen Jaufa Brewmaster wieder auf die Hand nehmen, aber ist eigentlich nicht so wirklich klasse. Ich glaube, ich werde es so machen: Twilight Drake und hier buffen.
Hinten aus Star Wars Park möchte ich da jetzt nicht verwenden. Da kann man nur was verschlimmbessern. Mittlerweile zahlt es vielleicht sogar aus, diesen Tinken aus Star Wars Park zu verwenden. Jetzt zahlt es auf jeden Fall aus, den Tinken aus Star Wars Park zu verwenden. Schauen wir mal, was es wird. Den vielleicht noch vorher. Der kommt mir gerade recht. Habe ich da jetzt noch irgendwie bessere Möglichkeiten? Das Holy Fire geht sich nicht mehr aus. Na, der Tinkmaster ist da voll in Ordnung. Und da wurde auch richtig gesquirrelt. Dann räumen wir den mal aus dem Weg. Das ist ja auch außer Gefahrenreichweite dabei mal. Die Situation hat sich irgendwie auf einmal nochmal komplett verbessert hier. So viel dazu. Okay, ich möchte nochmal Karten ziehen. Na gut. Soll er doch. Schaden habe ich noch auf der Hand. Die Abomination macht auch 2, das sind schon mal 9. Das hat sich schon mal ausgezahlt. Ich hoffe, kein Drusilla Champion. Wäre wirklich schön, wenn der nur ein bisschen überleben könnte. So rum. Ich hätte zwar jetzt auch mit dem Blood Knight den killen können, der wäre mir aber dann so low. Ich hätte zwar mit der Holy Nova wieder auf 4 hochheilen können, aber das ist mir zu gefährlich. Ich habe so wenig Minions, dass ich einen 6-6er so lange wie möglich behalten möchte. Fünf, neun Schaden wären das. Dann greifen wir da mal an. Und Holy Nova. Ich könnte mit der Holy Nova, ja, ich muss es eh fast machen. Ich muss einfach hoffen, dass der Gegner jetzt keinen Heal hat. Ich glaube, sonst hätte die ohnehin jetzt schlechte Karten. So könnte die nächste Runde gewinnen, anders nicht. Jetzt hat er sein Heal noch. Nein!
Okay, das wird ziemlich happig. Vielleicht lässt er sich irgendwie dazu überzeugen, dass er einen von den beiden mit dem True Silver Champion hackt. Ja, hilft auch nur bedingt viel. Möchte jetzt ein bisschen hinauszögern. Also ich habe nur eine weitere Holy Nova und ein weiteres Holy Fire drinnen. Also wenn er den jetzt mit dem True Silver Champion killt, na schade. Ja, ich glaube, das war so ziemlich meine einzige Chance, dass er da, dass ich da irgendwie, dass er keinen Heal hat, dass ich den jetzt besiegen kann, weil mit den Karten da komme ich nicht durch. Jetzt ist er leider wieder auf 3, also zu viel Hitpoints. Na, der Lebanon, du bist zu spät! 8, 15, 16. Ja, dann heilen wir mal ein bisschen, ne? Komm schon, irgendwas, gib mir irgendwas, mein Deck. Komm schon. Das ist das Falsche. Okay. Tja, 4-3. Ja. Im Grunde besser, als man es erwarten hätte können mit dem Deck. Hier ist schon ziemlich am Müll. Okay. So. Das war der erste Horror-Stream. Aber ich glaube, beim ersten Mal muss es wehtun. ich hoffe, der nächste Stream wird besser. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder beim Livestream. Jetzt schauen wir noch schnell, was wir gekriegt haben. Also für 4 Wins ist das eigentlich ganz gut. Holy Fire bringt zumindest ein bisschen an Dust. Jetzt schauen wir mal, was da noch drin ist. Okay. Na gut. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich in den Videos und im nächsten Livestream. Ich habe vor, das wieder am Donnerstag zu machen. Nein, war nicht der beste Run. Dann, ciao.